Thema dieses Films sind komplexere Elektronenröhren, am Beispiel der Triode. Angefangen hat alles mit der Röhrendiode. Ein luftleer gepumpter Glaszylinder mit einem Glühfaden, der Glühkathode, und einer weiteren Elektrode, der Anode, markiert den Beginn des elektronischen Zeitalters. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.